Ich möchte mir mit euch heute ein Video anschauen, welches ich in der ARD-Mediathek gefunden habe, mit dem Titel Ist mein Kind trans? Sternchen Fragezeichen. Untertitelt mit Mama, ich muss dir etwas sagen. Mit diesen Worten begann ihre Tochter ihr Coming Out. Sandra 45 wird diesen Moment vor 3 Jahren nie vergessen. Mir rannen die Tränen, eine Welt brach für mich zusammen. Ihre geliebte Tochter Emma wollte ab sofort ein Junge sein, wollte Alex genannt werden. Wieso passiert mir das? Was habe ich falsch gemacht? Waren ihre ersten Gedanken. Heute, 3 Jahre später, ist Alex fast volljährig, plant seine Geschlechtsumwandlung. Und wieder stellt sich Sandra Fragen. Soll ich mein Kind von seinem Vorhaben abbringen? Und wo hört für mich als Mutter die Verantwortung auf? Der Film begleitet Sandra und Alex in dieser kritischen Phase. Veröffentlicht am 13. Dezember diesen Jahres. Sandra hat ein Problem. Man denkt doch nicht daran, dass das Kind auf einmal auf einen zukommt und sagt, ich möchte jetzt ein Junge sein und nicht mehr Emma heißen, sondern Alex. Aber Alex ist sich sicher. Ich möchte nicht in einem Frauenkörper leben, ich möchte eine tiefe Stimme haben, ich möchte ein eckigeres Gesicht haben, einen Bart wachsen lassen, ich möchte keine Brust haben. Alex fühlt sich in seinem Körper nicht wohl. Ich weiß gerade gar nicht, Emma, genau. Emma fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl. Die vermeintliche Lösung scheint jetzt einfach zu sein, das Geschlecht zu wechseln. Wir wissen natürlich, dass das nicht möglich ist. Also versuchen wir uns irgendwie medikamentös-chirurgisch dem anderen Geschlecht anzugleichen. Angefangen mit kurze Haare, tiefere männliche Stimme, zumindest so ein bisschen imitieren und die Kleidung, die passende dafür tragen. Wie soll Sandra damit umgehen? Wie kann ich meinem Kind helfen? Was ist denn das nur, dass es sich so verändert? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wo kommt das her? Ich glaube, sie stellt sich hier schon die ganz richtigen Fragen, wenn das Kind im Alter von 15 Jahren plötzlich auf die Idee kommt zu sagen, Mama, ich fühle mich in meinem Körper nicht mehr wohl. Ich bin ab sofort ein Junge. An diesem Tag ist Biekebrennen. Die Halligbewohner feiern mit dieser Tradition das Ende des Winters. So, Stiefel, dann bin ich fertig. Ja, ich auch. Hast du alles aus dem Gesicht, was noch so raus? Ach, mein Ohrring lasse ich noch hier. Der fällt meistens immer ab. Sandra sorgt vor, es kann sein, dass sie am Feuer mit Ruß eingeschmiert werden. Alex ist 17 und Sandras einziges Kind. Den Namen hat sich Alex vor 3 Jahren selbst gegeben. Bis dahin hieß Alex Emma und lebte als Mädchen. Ja, da sehe ich dich ja sofort an der Bühne. Wunderbar. Und darum ist das leider kaputt. Ja, sowas hält ja auch nicht so lang. Nach dem aktuellen Standard und dem Selbstbestimmungsgesetz bin ich mir ziemlich sicher, dass der Sprecher aus dem Off hier Deadnaming betreibt. Also sprich, die Transperson mit dem Geburtsnamen ansprechen, worauf eine Strafe von bis zu 10.000 Euro stehen soll in Zukunft. Auch dann können im öffentlich-rechtlichen Fernsehen solche Beiträge nicht mehr produziert werden, zumindest nicht mit der Stimme aus dem Off dazu. Interessant wäre, ob man die Mutter im Nachhinein auch verklagen könnte, wenn sie das Kind in dem Beitrag nachträglich... muss ich mich mal schlau machen drüber. Alex bezeichnet sich als trans. Das heißt, dass er sich als Junge fühlt, obwohl er den Körper eines Mädchens hat. Sehen wir nachher den Weg. Damit er nach außen als Junge wirkt, bindet er sich seit der Pubertät die Brüste ab. Ein Datum steht Sandra, einer gelernten Schuhverkäuferin, regelrecht bevor. Im August wird Alex volljährig. Dann möchte er aufs Festland ziehen und mit einer Geschlechtsumwandlung beginnen. Das sind Schlüssel. Ich weiß noch, wo Melf unbedingt da hinten durchrennen wollte. Durch den Rauch. Und da war ich so, Alter, Melf macht das nicht. Naja, das ist auch nicht so schön. Sandra läuft die Zeit weg. Wenn sie auf die Entwicklung ihres Kindes noch Einfluss nehmen will, dann muss sie es vor dem 18. Geburtstag tun. Vor 3 Jahren hatte Alex sein Coming Out. Mir liefen einfach nur die Tränen. Also ich bin gar nicht jetzt irgendwie durchgedreht oder irgendwas, sondern mir liefen einfach nur die Tränen, weil ich es gar nicht verstanden habe. Und ich glaube, das Schlimme war eigentlich so, ja, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr Emma genannt werden, sondern Alex. Tja, woran kann das liegen? Eine Idee? Emma ist Sandras Wunschkind. 3 Kinder hatte sie in der Schwangerschaft verloren. Doch dann war es da.
ihr kleines Mädchen. Es war für mich kein Gedanke, dass es keine Frau werden soll in seiner Entwicklung, ne, die Tochter. Also Mädchen, Mädchensachen eben. So ganz klar, dass das Kind in wallenden Haaren über die Hallig mit Fahrrad fährt und all, was man so erlebt, ne? Pferde reiten, all so eine Sachen. Habt ihr vielleicht eine erste Theorie, was eine mögliche Ursache sein könnte in diesem Zusammenhang? Die Frage, die ich mir dann jetzt bis zu dieser Stelle der ersten paar Minuten gestellt habe, okay, wo ist denn der Vater von Emma, Schrägstrich, jetzt mit dem Namen Alex unterwegs? Vielleicht habt ihr euch die Frage auch schon gestellt und es kann ja zumindest nicht an der Erziehung gelegen haben, dass sie Emma als Kind irgendwie besonders männlich erzogen hat. Also muss dafür, neben der Abwesenheit einer männlichen Vaterfigur, ganz offensichtlich, müssen noch weitere Gründe vorliegen, die dazu geführt haben, dass Emma eben diese Entscheidung für sich getroffen hat. Sandra ist geschieden. Sie zieht ihr Kind allein groß, versucht in der Saison genug Geld zu verdienen, um Emma aufs Internat schicken zu können. Doch dann, mit 15, kommt Emma und sagt: Mama, ich möchte ein Junge sein. Wir haben eine alleinerziehende Mutter, die in der Saison viel arbeitet, um Emma auf ein Internat schicken zu können. Und wir wissen alle, wenn jemand viel arbeitet, gerade auch wahrscheinlich im Bereich Einzelhandel, bedeutet das, dass man nicht viel zu Hause ist. Also wir haben einen grundsätzlich abwesenden Vater und eine während der Saison viel arbeitende, beschäftigte, abwesende Mutter. Und das Kind ist auf der Hallig, auf dieser 100-Einwohner-Insel, dann sich selbst überlassen. Es war schon wieder so ein kleines Gefühl, ein Kind zu verlieren. Also, oder in dem Fall die Tochter zu verlieren. Alter. Wo das ja im Grunde mit Gold nicht aufzuwiegen war nach den Fehlgeburten. Dass man gedacht hat, wow, dass wir das Kind, also dass das Kind es geschafft hat, sagen wir mal so. Und auf einmal hatte man das Gefühl, man verliert ein Kind, welches ja aber schon geboren wurde. Wobei man ja vorher immer ein Kind verloren hat, was noch nicht geboren war. Puh, also ich hab das schon mal aufgenommen. Da gab's Probleme mit dem Ton. Und jetzt gucke ich das insgesamt das dritte Mal. Und diese Stelle ist, also bereitet mir immer wieder irgendwie Bauchschmerzen. Die setzt die Transition, die psychische Labilität, die Verwirrtheit im Jugendalter, das Nicht-Zurechtkommen irgendwie mit dem eigenen Körper, setzt sie mit einer Fehlgeburt gleich. Also zu sagen, ich habe meine Tochter verloren, ja, was ja offensichtlich nicht stimmt, weil Emma ist halt immer noch da, ist halt nur aktuell in einer, ich sag mal, ziemlich schwierigen pubertären Phase. Ich würde es an dieser Stelle als Hobbypsychologe, als eine Art Identitätskrise bezeichnen. Und sie sagt dem Kind, und ich mutmaße, dass das nicht das erste Mal gefallen sein wird, dieser Vergleich hier, sagt dem Kind, dass es sich wie eine vierte Abtreibung anfühlt. Und auch da wird es ja so gewesen sein, dass das Kind, das Emma mitbekommen haben wird, dass die Mutter irgendwie schon 3 Abtreibungen hatte, dass sie jetzt das Wunderwunschkind war. Also der größte Segen. Und irgendwann wird sie dann mit der Tatsache konfrontiert, nachdem sie diese Identitätskrise durchmacht, dass nicht eine liebende, fürsorgliche Mutter sich irgendwie Gedanken macht, okay, wie läuft es denn, sondern es in erster Linie auf sich bezieht und auch, Mensch, das fühlt sich an, als ob ich noch eine Tochter, als ob ich noch ein Kind verloren hätte, als wärst du jetzt im Nachhinein gestorben für mich. Keine Ahnung. Also ich will nicht wissen, wie sich das in dem Kopf, Körper von einem Teenager anfühlen muss, wenn die eigene Mutter sowas sagt. Also finde ich wirklich krass. Heute will Alex ihr ein YouTube-Video zeigen. Auch wenn Sandra schon viel über seine Dysphorie, also seinen Leidensdruck im falschen Geschlecht zu stecken, gelesen hat, was seine Pläne einer Geschlechtsangleichung genau bedeuten, damit hat sie sich noch nicht im Detail auseinandergesetzt. Der YouTuber Leroy Matata spricht offen mit dem Transmann Jonas. Der hat die entscheidende Operation gerade hinter sich.
Aus der Haut seines Unterarms wurde ein neuer Penis geformt. Ich finde besonders charmant und interessant, dass nachdem ja Leroy Funk verlassen hat und er jetzt auch vor kurzem angekündigt hat aufzuhören, dass hier direkt nochmal Werbung für ihn, kostenfreie Werbung, also für ihn kostenfrei, für uns mit 18,36 Euro monatlich Werbung für den Kanal gemacht wird. Aber jetzt kommt, wenn ich mich richtig erinnere, eine sehr, sehr gute Stelle. Das, wo Sie aus meinem Arm entnommen haben. Ja, das finde ich ja so schrecklich. Da haben Sie Unterhautfettgewebe genommen, eine Vene entnommen und halt Nervenbahnen. Das sieht so krank aus. Auch unten man einfach ein Gefühl hat. Das sieht trotzdem so aus, ja. Und dann haben Sie gemacht. Das nehme ich aber auf mich. Sag ich mal, so entsteht schon mal der Picknis. Wäre das keine Möglichkeit für dich, dass du sagst, nur die Brust? Also ich meine, das muss doch schon, das ist ja im Grunde das, was du jetzt als erstes versteckst. Ne, so, also das ist ja das, was du, oder was heißt das erstes, oder seitdem versteckst. Ja, also mittlerweile ist das richtig schlimm geworden mit Dysphorie unten. Mhm. Das ist wirklich richtig schlimm geworden, da hatte ich auch schon mehrere Mental Breakdowns abends im Bett. Also, Traurigkeit oder Traurigkeit was und sind unglaubliche Mental Unzufriedenheit. Ja, Unzufriedenheit und Traurigkeit und total am Heulen und total unglücklich. Was ist, wenn das Gefühl bleibt? Weißt du, was ist, wenn das, wenn die Brust weg ist und das Gefühl bleibt? Und was ist, wenn das da unten alles anders ist und das Gefühl bleibt? An dieser Stelle sieht man, wie es im Kopf von Emma, Alex rattert und arbeitet. Und das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich mutmaße, auch zu diesem Zeitpunkt wird Alex schon länger irgendwie in Therapie sein. Das ist die Aufgabe eines Therapeuten, das nachzufragen. Weil ganz offensichtlich haben wir hier jemanden, der nicht... zumindest wissen wir das nicht bisher, nicht in diesem Körper geboren wurde oder denkt schon immer irgendwie Junge zu sein, sondern verspricht sich durch eine Angleichung an das andere Geschlecht, äußerlich, körperlich, chirurgisch, die Lösung der eigenen Probleme. Und die Frage ist wirklich wichtig zu fragen, ja gut, was ist denn, wenn das nicht die Lösung ist? Du hast dann diese extrem große Narbe am Unterarm, ja, da hat man Fettgewebe, hat man Haut entnommen oder am Oberschenkel. Hat dann da unten irgendwas gebastelt, du bist zwangssterilisiert worden. Im Worst Case, wenn es nicht genauso läuft wie erwartet, eine Art Frankenstein-Experiment, dann stehst du da plötzlich und das ist nicht die Lösung deiner Probleme. Es gibt da eine schwedische Studie zu, die Suizidrate von Transmenschen nach 10 Jahren beobachtet hat. Die haben die über einen längeren Zeitraum begleitet und man sieht unmittelbar, nach solchen Operationen, nach solchen Eingriffen eine Besserung und nach einem längeren Zeitraum, und das wird dann der Zeitpunkt sein, an dem einige Jugendliche feststellen, diese Operation, diese Angleichung, all die Maßnahmen waren nicht die Lösung der Probleme, weil es in den allermeisten Fällen irgendeine Ursache in der Kindheit ist, weshalb man zu dieser Identitätskrise, Störung in der Jugend eben kommt. Es war nicht die Lösung dafür. Und dann ist man mit dem Ergebnis da. Man ist sterilisiert, man ist in einer gewissen Art und Weise verstümmelt, körperlich. Und dann geht der Spaß von vorne los und dann sucht man die wahre Ursache, warum nicht direkt damit einsteigen. Alex ist es ernst. Deswegen macht er bereits eine Psychotherapie. Eine Voraussetzung für die Operation. Wie ist das, wenn da wirklich mal was bei einer OP passiert? Dass er vielleicht doch nicht zufrieden ist, nicht glücklich ist mit seiner Entscheidung. Dass wieder so eine Tiefphase kommt, dass man wieder genügend Kraft aufbringen kann, um diese Tiefphase, vielleicht eine weitere Tiefphase des Kindes auch mittragen zu können. Eine weitere Tiefphase des Kindes mittragen können. Mutter, es ist deine Aufgabe, sämtliche Phasen deines Kindes mitzutragen. Und in irgendeiner Art und Weise hast du auch mit deinem Verhalten dazu beigetragen, dass dieses Ergebnis herausgekommen ist. Und wenn es nur durch deine bloße Abwesenheit, durch die Abwesenheit eines Vaters, also aus welchen Gründen auch immer ihr euch getrennt habt, damit dazu beigetragen, dazu geführt hat. Also sich da rausnehmen zu wollen, zu sagen, naja, da kommt irgendwie noch eine Tiefphase. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich bin natürlich nicht in der Situation, ja, ich bin in meiner luxuriösen Situation, dass ich keine Trans-Tochter habe. Warten wir mal ab, da kommen noch ein paar andere Aussagen. Aus seiner letzten Tiefphase hat sich Alex gerade herausgearbeitet. Rücksprung. Ein Jahr zuvor.
Nach seinem Realschulabschluss im Internat wohnt Alex seit einem Jahr wieder auf der Hallig bei seiner Mutter. Ein berufsvorbereitendes Jahr auf dem Festland hat er abgebrochen. Zu viel Stress. Die alte Anlegestelle, sein Zufluchtsort. Wäre interessant, wenn wir an dieser Stelle erfahren hätten, von was für einem Stress hier Alex gesprochen hat, warum er dieses berufsvorbereitende Jahr tatsächlich abgebrochen hat. Aber da so tief gehen wir dann da investigativ doch nicht rein in dieser Reportage. Naja, das ist halt weg von zu Hause, weg von dem Rest hier. Das ist so ziemlich am Ende vom überall und das ist halt so ein bisschen distanziert von Menschen und sowas alles. Und das brauche ich manchmal einfach. Erst später stellt sich heraus, Alex hat zu diesem Zeitpunkt eine depressive Episode. Das ist nicht einfach nur so, ja, du musst früher aufstehen und mehr rausgehen und mehr Sonnenlicht abkriegen und dann geht's dir wieder gut. Sondern das ist halt so, ja, du kommst halt manchmal nicht aus dem Bett oder schläfst halt einfach bis 1 Uhr und du willst es ändern, aber kannst nicht mehr. Was aber an dieser Stelle übrigens gar kein schlechter Ratschlag ist, tatsächlich mehr rauszugehen, vor die Tür zu gehen, Sonne zu tanken, ja, Vitamin D aufzutanken, statt irgendwie in seiner kleinen dunklen Wohnung zu hocken und ja, sich in so eine depressive Episode oder Phase weiter reinzusteigern. Von daher, also auch wenn es die Anlegestelle ist oder irgendein anderer Ort, rausgehen ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und es gehen einfach richtig viele Sachen nicht mehr. Viele seiner Gedanken kreisen ums Thema Transsein. Wann fing alles an? Schon als Kind? Oder doch erst mit 15, als er nach einigen Monaten des Zweifelns beschloss, sich von seinen geliebten, langen Haaren zu trennen? Als ich meine Haare geschnitten gekriegt habe und das alles, das waren super gute Gefühle. Also da habe ich noch meiner Freundin gesagt, ich fühle mich gerade so, als ob ich irgendwie aus dem Fenster rausschreien will, ich bin Junge oder so. Also das war auf jeden Fall voll toll. Das Verhältnis zu seiner Mutter? Angespannt. Hattest du die Fenster noch geputzt? Ja, ne? Sieht so aus. Ja. Die sind blitzeblank. Vielen Dank. Bitteschön. Sehr, sehr interessante Frage, die hier gestellt wurde. Okay, wann hat es denn tatsächlich angefangen? Und bisher kriegen wir keine Antwort darauf. Das, was ja sonst häufig suggeriert wird, dass das im Kindesalter, ja, dass man ja so auf die Welt kommt, dass das ein schon immer dagewesener Zustand sei, man es nur eben sehr lange geleugnet habe, das versucht man uns hier nicht zu verkaufen. Also ich bin auch gespannt, ja, ab welchem Zeitpunkt ging es denn jetzt plötzlich los? Vielleicht habt ihr eine Theorie. Ich bin mir sicher, also ich werde mich später auf einen sehr konkreten Zeitpunkt festlegen, wann es tatsächlich gestartet hat. Und es ist nicht nach der Geburt und es ist auch nicht der Zeitpunkt gewesen, als Emma sich die Haare abgeschnitten hat. Sandra hadert mit der Situation. Was möchtest du auf dein Sandwich? Salami und Käse. Okay. Was habe ich dann falsch gemacht, ne? Hätte ich mich nicht scheiden lassen sollen? Oder war ich zu viel arbeiten? War ich zu wenig zu Hause? Also das sind alles so Dinge, die einen natürlich schon beschäftigen. All diese Dinge. All diese Dinge werden dazu beigetragen haben, weil all diese Dinge, Zeit für deine Kinder zu haben, anwesend zu sein, maßgeblich auf die Erziehung einzuwirken, beide Elternteile zu Hause zu haben, all das sind Dinge, die sich maßgeblich auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Das weiß man. Das ist auch keine krude, ja, rechte Verschwörungstheorie. Das ist eine Tatsache. Und ja, wenn das in ausgeprägtem Maße nicht vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für sämtliche Identitätskrisen, Störungen, ja, psychischen Erkrankungen deutlich höher, als wenn das nicht der Fall ist. Die Wochenenden sind für beide entspannter, denn dann kommt Sandras Freund Mirko vom Festland. Mirko ist Fotograf. An diesem Tag wollen sie den Mondaufgang über der Hallig fotografieren. Endlich geht es mal um was anderes. Oh ja, wesentlich. Viel zu weit. Ja, wir können wieder zurück. Ist doch schön, aber wenn er nicht so weit. Seit 6 Jahren sind sie zusammen.
Mirko hat Alex Wandel hautnah mitgekriegt. Beschwierigste Moment war das Outing. Das war wie ein Hammerschlag. Ich habe das Bild noch vor dem Kopf. Alex saß auf dem Sofa, freute sich ungemein und hat sich dann geoutet. Und Sandra fiel irgendwie alles aus dem Gesicht. Und ich dachte, okay, warum nicht? Such dich, finde dich und mal schauen, was daraus wird. Ja, das muss wahrscheinlich der beste Ratschlag gewesen sein, den Emma sich nur hätte wünschen können. Jemand, der ja einfach für ihre eigene Lösung, die sie da maßgeblich gefunden hat, alleine, kann man gleich noch zu, einfach Zuspruch gibt. Bei anderen psychischen Krankheitsbildern tun wir das nicht. Na, wenn wir jetzt mal klassische irgendwie, weiß ich nicht, Borderline nehmen, also selbstverletzendes Verhalten oder Anorexie, auch da kommt keiner und sagt, ah ja, du willst irgendwie nur 35 Kilo wiegen und deine Beine sind irgendwie immer noch zu dick. Klar, such dich, finde deinen Weg irgendwie, ich unterstütze dich dabei. Also er als besonders männliche Person, als möglicherweise eine Art Ersatzvaterfigur, taucht im Leben der Mutter auf. Ja, da ist Emma 11 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und 4 Jahre später kommt dann plötzlich die Erkenntnis, ah ja, eigentlich möchte ich doch irgendwie lieber als Mann leben. Ne, das sind jetzt wieder meine psychotherapeutischen Analysen. Auch hier könnte es eine Rolle spielen, dass im Leben der Mutter ein Mann aufgetaucht ist und sie der Person mehr Aufmerksamkeit gibt, ja, es ihr wieder besser geht, psychisch, körperlich, sie vielleicht wieder rausgeht, für den Mann, für die Person Zeit aufbringt und vielleicht hat das dann im Kopf der kleinen Emma etwas angestellt und da ist irgendwie hängen geblieben, naja, also als Mann hast du irgendwie mehr Punkte in Muttis Leben und vielleicht ist das eine Lösung dafür, für irgendwie mangelnde Aufmerksamkeit, vielleicht kann man sich das damit irgendwie zurückholen. Eine Vermutung, ich bin mir sicher, dass auch ihre Therapeuten bereits das als potenzielle Ursache des Problems angesehen haben. Zumindest hoffe ich das. Zehn Monate später. Alex ist jetzt öfter bei Mirko auf dem Festland. Zweimal in der Woche geht er in Bredstedt zur Psychotherapie. Eine Reha hat er hinter sich. Gegen seine depressiven Stimmungen bekommt er Medikamente. Ja, klasse, oder? Also so sollten wir mit psychischen Erkrankungen umgehen. Zweimal die Woche machen wir ambulante Therapie, was schon recht viel ist. Dann stationär Aufenthalt hat anscheinend auch gar nichts gebracht. Und wir ballern Medikamente rein. Sehr gut, oder? Also zweimal die Woche irgendwie über die Probleme reden, darüber, wie schlecht es einem geht. Höchstwahrscheinlich auch ohne irgendwie langfristigen Lösungsansatz oder tatsächlich nach dem Problem zu suchen. Weil wenn er jetzt mit Mirko deutlich mehr Zeit auf dem Festland verbringt, dann wird der Therapeut oder die Therapeutin, weiß ich nicht, bisher nicht zu dem Schluss, zu der Erkenntnis gekommen sein, dass der Kontakt oder das Auftauchen Mirkos hier mit Teil des Problems gewesen sein könnte. Boah, weiß ich nicht. Also zweimal die Woche reden plus Medikamente und Outcome ist aktuell noch keine Besserung in Sicht. Das scheint nicht so richtig gut zu funktionieren, die Strategie, die man hier fährt. Sein Ziel hat er weiter im Blick. Ich werde 18 und dann kann es halt losgehen mit Endokrinologe. Das heißt, dass ich dann Hormone kriege, die dann halt wirken wie eine zweite Pubertät. Das ist dann aber halt eine männliche Pubertät. Da freue ich mich schon drauf. Dafür wird er neben der Psychotherapie auch noch ein psychologisches Gutachten brauchen. Denn viele Jugendliche hinterfragen ihr Geschlecht. Aber nur die wenigsten sind wirklich trans. Mirko ist Alex' männliche Bezugsperson. Zu seinem leiblichen Vater hat Alex kaum Kontakt. Auch seiner Mutter gegenüber Funkstille. Ich habe so das Gefühl, dass sie nicht so wirklich meine mentalen Probleme versteht. Deswegen, ja, habe ich halt auch irgendwann aufgehört, mit ihr so richtig zu reden und darüber sowieso nicht. Und dann fragt sie wieder, warum ich nicht drüber reden möchte. Und dann hin und her geht das dann so halt. Dabei steht sie doch hinter ihm. Auf der Hallig geht sie offen mit seiner Identitätssuche um. Doch ob Alex das überhaupt mitbekommt? Die Hilflosigkeit ist einfach dabei, dass man zwar überlegt und man einfach bei sich selber sucht. Wieso habe ich den Zugang nicht mehr zu meinem Kind? Was ist da los? Wie kann ich das wieder? Kommt auch nicht zurück.
Also eine hilflose, überforderte Mutter, die die Identitätskrise des eigenen Kindes mit drei Fehlgeburten vergleicht. Ja. Kann mir gar nicht erklären, warum Alex mit seiner Mutter da nicht mehr drüber reden möchte. Verstehe ich nicht. Unter den gut 100 Halligbewohnern gibt es außer Alex nur drei Jugendliche. Einer von ihnen ist Logan. Er ist 2 Jahre älter als Alex. Auch Logan ist trans, definiert sich als Mann. Wir haben eine Insel mit 100 Einwohnern, davon 3 Jugendliche. 2 dieser 3 Jugendliche sind trans. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie das Karma der Insel ist. Die Tatsache, dass dort Jugendliche möglicherweise von normalen sozialen Kontakten isoliert leben. Oder vielleicht in beiden Fällen die Erziehung, dass das familiäre Umfeld nicht besonders förderlich war für die eigene Entwicklung. Wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass auf einer Insel mit 3 Jugendlichen 2 dieser 3 Jugendliche transsexuell sind? Wir kommen übrigens zu meiner angesprochene der mutmaßlichen Ursache, der Zeitpunkt der Kehrtwende in Emmas Leben. Von ihm hat Alex erfahren, dass es Transsein überhaupt gibt. Ja, da wären wir. Das sind jetzt nach 13 Minuten und 47 Sekunden haben wir die Ursache für Alex Transproblem, Identitätsstörungskrise, mögliche Lösungsfindung tatsächlich gefunden. Logan, wir erfahren nicht den richtigen Namen von Logan, hat Alex erst darauf aufmerksam gemacht. Emma wusste, bevor sie Logan kennengelernt hat, überhaupt nichts von der Existenz von Trans. Damit ist für diesen Fall die These, die Behauptung widerlegt, jemand würde so auf die Welt kommen. Wir können ganz klar feststellen, dass es hier um eine Trendbewegung geht. Wäre Logan, hätte Logan sich der Emo-Szene angeschlossen oder wäre irgendwie dem Borderline-Syndrom verfallen oder vielleicht auch karektisch, was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Auch dann wäre das wahrscheinlich übergeschwappt auf Emma, weil hier werden für komplexe jugendliche Pubertätsprobleme einfache Lösungen präsentiert. Die erste Lösung, Haare abschneiden. Damit ging es Emma schon mal deutlich besser. Dann wird die Kleidung mit ursächlich gewesen sein, die Piercings, ich weiß nicht, ob noch Tattoos dazugekommen sind, Rauchen ist natürlich auch, ne? Man gehört irgendwie zu einer elitären, coolen Gruppe. Und jetzt stehen weitere Schritte an, weitere potenzielle Lösungen auf dem Weg dahin, dass es einem besser gehen soll. Was ja bisher ganz offensichtlich nicht der Fall ist, weil immer noch in Therapie, ja sogar 2-mal die Woche in Therapie. Man distanziert sich weiter von der Mutter. Es stellt sich raus, man ist irgendwie in einer depressiven Episode gewesen. All die potenziellen Lösungen, die das Trans-Dasein, ja, das Mann-Sein, das Junge-Sein-Werden hätte liefern sollen, sind bisher nicht eingetreten. Also, was macht man? Man sucht nicht weiter nach der tatsächlichen Ursache, sondern man geht die nächsten Schritte. Man geht alle Schritte bis zum Ende durch. Das zumindest ist das der Weg, auf dem Alex gerade zu sein scheint, an dieser Stelle des Beitrages. Beide das Problem natürlich. Ist halt einfach, heutzutage ist das so, dass dieses Transsein und Schwulsein und so weiter und so fort einfach zum Trend geworden ist. Und, wirklich? Die Leute, die wirklich Nein. trans oder so sind, nimmt einfach niemand mehr so wirklich ernst. Ja, so ungefähr. Einfach diese Aufmerksamkeit, die man dann von anderen bekommt, das ist halt einfach das, was die alle haben wollen. Und ihr seid 2 junge Mädels auf einer Insel mit 100 Einwohnern, 2 von 3 Jugendlichen. Die Analyse ist übrigens vollkommen richtig. Ja, es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Besonderssein. Was sie aber noch nicht, also der Punkt, an dem sie noch nicht angelangt sind, sind, dass sie selbst dem verfallen sind. Wenn ich doch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht mal wusste, dass es Trans gibt, nie auf die Idee gekommen bin, dass ich ein Junge sein könnte. Das muss doch jeder erkennen können. Die Mutter muss das sehen, Mirko muss das sehen, der scheiß Therapeut muss das doch erkennen und auch Logan. Hey, du hattest vorher gar nicht die Idee, du wusstest gar nichts davon. Lass es. Lass es einfach bleiben. Emma, Alex kann einem wirklich leid tun. Das ist halt einfach schwierig,
das so richtig rüberzubringen. Deutlich mehr Mädchen als Jungen hadern während ihrer Pubertät mit ihrem biologischen Geschlecht. Alex ist sich sicher. Er will wie Logan ein Mann sein. Das wäre halt einfach so absolut Traum. Das wäre schon, also es würde mir so viele Probleme von mir lösen. Das würde einfach so, hätte ich vielleicht gar keine Depression oder so. Das wäre natürlich schon krass. Das wäre cool. Die beiden. Seht ihr? Problemlöser. Das erhofft man sich. Die Probleme, die man hat, dass das die Probleme löst. Das hat nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun. Aber man geht davon aus, dass es Teil der, dass es die Lösung ist für alles. Ist es leider nicht. Die geben sich halt. Immer wieder kommt es vor, dass sich Jugendliche das Leben nehmen, weil sie mit ihrem Geschlecht nicht klarkommen. Deshalb ist es wichtig, sich verstanden zu fühlen. Nein, weil sie psychische Probleme haben, nicht weil sie sich nicht verstanden fühlen. Oh, aber Gott. Ist eine Geschlechtsumwandlung wirklich das Richtige? Nein, ist es nie. Sandra will aktiv werden und sucht Rat bei ihrer besten Freundin. Ich muss mich korrigieren. Ich glaube, dass es absolute Ausnahmefälle geben kann, in denen jegliche Therapie fehlschlägt, die Ursache für diese Dysphorie festzustellen. Und dass der Leidensdruck tatsächlich so riesig wird, dass die einzige mögliche Therapieform chirurgisch oder medikamentös ist. Nachdem alle, wirklich alle Register gezogen wurden und niemand eine andere Ursache feststellen konnte, beziehungsweise die eigentliche Ursache finden konnte, wenn das dann der einzige Weg ist, dass diese Personen weiterhin am Leben, an der Gesellschaft teilnehmen, dann sollen die sich wegen mir operieren lassen. Aber das macht aus einer Emma keinen Mann und das macht auch aus Logan keinen Mann. Ah, hallo. Hey. Ach, schön, dass du Zeit hast. Hallo. Ach, gerne. Manuela ist Lehrerin. Alex war zwar nicht ihr Schüler, weil er schon im Internat war, als sie hierher zog, doch sie hat ein gutes Gespür für Jugendliche. Wie funktioniert ihr? Ja, genau. So. Ich also habe wirklich Leben kann ich mir vorstellen. Aber wie genau, da denke ich auch, kann man auch ne, aufbauen, wenn ich bedenke, was da auch so für Schmerzen auf ihn zukommen. Ne? Also es ist ja nicht einfach nur so eine OP. Weiß er das? Also ist er sich dessen bewusst? Tatsächlich total. Krass. Also wo man ja auch hinterfragen kann, ist man sich mit 17 dem Ganzen bewusst oder kommt einem das erst mit 34 später, dass einem das nicht bewusst war, aber man das halt gemacht hat. Rein rechtlich endet Sandras Verantwortung für Alex mit seinem 18. Geburtstag. Also in wenigen Monaten. Aber ist er dann wirklich reif? Volljährigkeit heißt dann, er entscheidet. Aber er ist nicht allein. Ne? Genau. Du bist ja nach wie vor da. Ja, aber es ist, trifft diese Entscheidung dann ganz genau, klar. Genau, aber nun kommt für mich auch die Frage auf, für mich selber, nur weil es 18 ist, kann ich mich dann zurücknehmen und sagen, jetzt ist es seine Entscheidung. Also da fühlt man sich natürlich als Mutter ja auch ein bisschen so, gehe ich aus der Verantwortung einfach raus. Genau, kann ich dann damit ruhig schlafen und ist es dann jetzt schon die Zeit oder ist die Zeit erst später, wo man sagt, ja, vielleicht ist es ja auch erst mit 23 oder so, wo man sagen kann, so jetzt mische ich mich auch nicht mehr ein. Niemals, zu keinem Zeitpunkt, wahrscheinlich sogar bis du stirbst, bist du die Verantwortung für dein Kind los. So einfach ist das. Dass sie irgendwann Flüge werden, dass sie ausziehen, dass sie irgendwann in eine eigene Wohnung ziehen und wilde YouTube-Videokommentare ins Netz stellen, darauf hat man wenig Einfluss als Elternteil, aber du bleibst immer verantwortlich für dein Kind. Immer. Das ist doch ganz einfach. Auch bei einem anderen Thema unternimmt Sandra einen neuen Anlauf, bei der Berufssuche. Alex kann sich nicht entscheiden, was er einmal werden will. Das soll sich jetzt ändern. Heute haben die beiden einen Termin bei der Agentur für Arbeit in Husum. Sag mal, hast du den Termin noch einmal? Kannst du noch mal gucken, wann wir genau da sein sollen? Dass wir gleich mal viel steht auf dem Spiel. Sandra möchte, dass Alex einen Internatsplatz im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk bekommt. Denn eine normale Lehre würde er wohl nicht durchhalten. Aha. Damit ruhig schlafen und ist es genau da sein sollen, dass wir gleich mal viel steht auf dem Spiel. Sandra möchte, dass Alex einen genau der Berufssuche bisschen so
Gehe ich aus der Verantwortung einfach raus? Genau. Kann ich dann damit ruhig schlafen? Mhm. Und ist es dann jetzt schon die Zeit oder ist die Zeit erst später, wo man sagt, ja, vielleicht ist es ja auch erst mit 23 oder so, wo man sagen kann, so jetzt mische ich mich auch nicht mehr ein. Auch bei einem anderen Thema unternimmt Sandra einen neuen Anlauf, bei der Berufssuche. Alex kann sich nicht entscheiden, was er einmal werden will. Das soll sich jetzt ändern. Heute haben die beiden einen Termin bei der Agentur für Arbeit in Husum. Sag mal, hast du den Termin noch einmal? Kannst du noch mal gucken, wann wir genau da sein sollen? Dass wir gleich mal viel steht auf dem Spiel. Sandra möchte, dass Alex einen Internatsplatz im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk bekommt. Denn eine normale Lehre würde er wohl nicht durchhalten. Wenn jetzt gleich alles gut läuft, dann würde ich mir wünschen, dass wir tatsächlich eine Zusage bekommen, dass Alex wirklich beim TSBW aufgenommen wird, das, was er sich wünscht, um dort oder von dort aus sozusagen auch wirklich mal in Berufe reinschnuppern kann, unter Gleichaltrigen und unter anderen Menschen eben auch, um zu schauen, was möchte ich denn? Nach 4 Jahren Bildungswerk hätte Alex eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und welche Berufsrichtung hast du jetzt mal, weißt du jetzt auch mal was? Ja, so tierpflegermäßig. Okay. Tiertrainer, Tierpfleger. Ja. Im Zoo. Also eher mit Tieren als mit Menschen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, oder halt so, keine Ahnung, Tiertrainer so für Hunde oder so oder sowas halt. Okay. Ja. Okay. Dass die Agentur für Arbeit den Platz im Berufsbildungswerk bewilligt, ist kein Selbstläufer. Internatsplatz, Ausbildung und Ausbildungsvergütung kosten einen 6-stelligen Betrag. Schön, dass du da bist, Frau Wendt. Und um dich geht's heute ja hier. Ne? Und jetzt wollen wir halt schauen, wie es in dem Sinne weitergehen kann. Die psychischen Einschränkungen ist, glaube ich, das Thema, worum es heute hier gehen wird. Auch. Ja, in Schule, glaube ich, war okay. Ja, also Berufsschule nicht. Nach 1,5 Stunden ist klar, sein Berater genehmigt die Maßnahme. Ein Jahr Berufsfindung, danach eine 3-jährige Ausbildung und alles mit psychologischer Begleitung. 6-stellig. Oh, also mir fällt ein richtiger Stein vom Herzen, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf einmal so unterstützt werde. Mhm. Weißt du, was du vorher habe ich immer gedacht, ich mache alles selber, ich muss mich um alles kümmern und jetzt Das ist auch so ein Punkt wieder. Ein Glück bin ich dieses Problemkind los. Das ist nicht ihre Wortwahl, aber ich bin mir ziemlich sicher, wäre ich in dem Alter, das würde auf jeden Fall bei mir ankommen. Ich erhalte endlich Unterstützung mit meinem Teenager-Problemkind. Und jetzt trägt die Verantwortung jemand anderes. Und endlich wird mir geholfen, mir als Mutter. Dein Kind hat dir ganz offensichtlich die Probleme, zu denen du natürlich auch in gewisser Art und Weise was beigetragen hast, aber es geht nicht um dich. Es geht eigentlich um dein Kind, was hier Probleme hat. Und also auch diese Reaktion absolut deplatziert. Ich kann nicht immer genau sagen, wie viel davon jetzt für die Kamera ist, wie viel davon vorher auch schon irgendwie kommuniziert wurde, wie viel... Ja, wie oft man sowas aufgenommen hat. Aber ich habe echt keinen guten Eindruck von Mutti hier. Wirklich nicht. Da habe ich plötzlich das Gefühl, es fällt so eine Riesenlast ab, dass du die Unterstützung bekommst und die dir auch selber holen kannst, in deinem Ermessen. Es ist unfassbar. Also es ist so entspannt für mich jetzt. Finde ich richtig gut. Mitte August soll die Ausbildung beginnen. Endlich! Das anstrengende Kind los. Und die Geschlechtsumwandlung? Sandra hat immer noch Fragen. Sie fährt zu einer Selbsthilfegruppe nach Kiel. Ich bin im Moment ziemlich aufgeregt, was mich da so erwartet heute. Und bin super gespannt, wie es denen so damit ging, beim Outing oder auch danach die Zeit, wie die damit zurechtgekommen sind. Den Verein für sexuelle Vielfalt, HAKI e.V. in Kiel, hat sie im Internet gefunden. Einmal im Monat treffen sich dort Eltern von Transkindern.
Vielfalt. Moin. Moin. Ich bin Sandra. Hallo. Du bist Simone, wir haben gesprochen, ja, ne? Genau. Ja. Sandra, hallo. Andrea. Moin. Hallo, Eike. Eike, hallo. Schön. Schön, dass ich dazukommen darf. Neben der Beraterin sind vier Mütter dabei. Zwei davon online. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von Eike halten soll. War auch mein erster Gedanke, als ich das erste Mal gesehen habe. Verein für sexuelle Vielfalt. Klingt auf jeden Fall so, als würde ihr da geholfen in dieser Selbsthilfegruppe. Alle haben Kinder, die als Mädchen geboren wurden und diese Geschlechtsidentität für sich hinterfragen. Die meisten bezeichnen sich als trans, wollen, wie Alex, ihr biologisches Geschlecht von weiblich zu männlich ändern. Übrigens nochmal, es gibt bisher nicht einen einzigen erbrachten Beleg dafür, dass es eine Trennung gibt zwischen biologischem Geschlecht und der Geschlechtsidentität. Das ist eine Behauptung, die im Raum steht, die zu keinem Zeitpunkt einwandfrei wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Das ist ein Hoax, das ist eine Behauptung, als würde ich aufstellen, die seine Tatsache, dass die Erde eine Scheibe ist und wir würden im Anschluss über irgendwelche Naturphänomene debattieren, wenn ja aber schon die Grundannahme, dass die Erde flach ist, eben falsch ist. Dasselbe gilt es bei die Geschlechtsidentität hat nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Nein, ich bin nicht bereit, auf dieser Grundlage zu debattieren, weil das Quatsch ist. Ja, es gibt einen Haufen Leute, die dieses Spiel mitspielen. Moi? Also ich nicht. Ich habe das auch zu Alex so gesagt, wenn du 18 bist, darfst du das selbst entscheiden. Also weil dann ist es dein Leben. Noch habe ich das Gefühl, bis 18 bin ich ein bisschen verantwortlich für dich. Weiß aber nicht so genau, ob man sich da selber aus der Schulter nimmt. Wie denkst du darüber, Maike? Das fand ich jetzt mal ganz interessant. Es fällt mir schwer, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass er sagt, Mama, wie konntest du das damals für mich entscheiden? Obwohl doch ein Jahr vorher ich zum Beispiel noch mal versucht habe, ein Mädchen zu sein. Vielleicht braucht das Kind einfach auch die Zeit, eben sich selber wirklich noch mal zu finden. Weil es ja einfach in dem Alter ist es ja nicht immer gesagt, dass man vom Mädchen zum Junge oder auch andersrum sein möchte, sondern vielleicht ist es auch erstmal so eine Identitätskrise. Ich glaube, das können die auch vor dem 18. Geburtstag entscheiden. Ja. Und ich glaube, also die Formulierung, das muss ich jetzt einfach sagen. Doof, ne? Es ist total dieses, doof. Sie wollen ein Junge sein oder wollen ein Mädchen sein, das... das mag ich nicht so gerne hören, weil ja, ich glaube, sie sind... Also auch dein weiblich geborenes Kind ist dann ein Junge. Ja. Und ich möchte ein Junge sein. Ich finde die Formulierung immer so schwierig. Ja, Eike, das ist eine ganz besonders schwierige Formulierung. Aus dem Grund, weil Emma ein Junge sein möchte. Und das erst von Logan erfahren hat, dass das überhaupt möglich ist, dass es das gibt. Wahrscheinlich kennt ihr die ganze Geschichte nicht. Also nicht so viel wie wir jetzt hier, der Zuschauer dieses Beitrages. Aber... das ist halt dieses typische, genauso wie die Gender-Affirming Therapy. Also wir gehen zu einem Therapeuten und der sagt, ja, das, was du vorhast, ist eine richtig gute Idee. Ich unterstütze dich da auf dem Weg dahin. Völlig irrelevant, wie es dazu kam, ja. Was für ein Kindheitstrauma irgendwie dazu geführt hat, dass man jetzt in dieser Krise steckt. Top, auf jeden Fall. Also Eike, an dieser Stelle 10 von 10. Das Treffen hat Sandra gut getan. Aber ihr wird klar... Sie muss eine eigene Position entwickeln. Ich bin echt froh, dass ich jetzt da war und da nochmal einen anderen Austausch habe. Einen direkten Austausch, wenn man so will. Ja, also super, super, super nett und ja, freue mich total. Mitte Juni, 3 Monate später. Verantwortung. Sandra ist aufs Festland gefahren und lässt sich von Mirko verwöhnen. Das Treffen in Kiel hat nachgewirkt. Sie weiß jetzt, sie muss Alex vertrauen. Auch, dass er einen Plan für die Zukunft hat, entlastet sie. Ich bin da schon sehr viel ruhiger geworden als noch vor ein paar Monaten. Im Moment ist ja der Vordergrund erstmal unter Gleichaltrigen zusammen zu sein. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der bisher ja so ein bisschen in seiner Entwicklung fehlt. Ne? Also, da muss ich ihr wiederum recht geben, bei 3 Jugendlichen davon... von den beiden anderen, die es gibt, 50%. Bei insgesamt 3 Jugendlichen, ja, bei den anderen beiden, die es gibt, sind 50% transsexuell in dieser Queer-Geschichte unterwegs. Ja, der Austausch mit
wir nennen es ganz vorsichtig formuliert, normalen anderen Jugendlichen, die nicht in dieser Identitätskrise, in dieser Phase stecken, den halte ich auch für tatsächlich wichtig. Und interessant wäre es natürlich, wie dann das Outcome aussieht, wenn man Zeit mit diesen anderen Jugendlichen verbringt. Ich bin mir gar nicht so sicher, was gerade bei ihm im Vordergrund steht. Auf sich zu achten ist ihr wichtig. Sie meditiert, um mit ihren Sorgen umzugehen. Also. Währenddessen ist Alex unterwegs zum Christopher Street Day nach Heide. Natürlich. Seit einiger Zeit traut er sich wieder unter Menschen. Auch er ist entspannter und lässt neue Gedanken zu. Das ist schwer, als Jugendlicher herauszufinden, was für eine Orientierung man überhaupt hat. Aber wenn du dann herausfindest, dass es so ganz viele Varianten gibt von Geschlechtern und Sexualitäten und allem Möglichen, dann merkst du so, ey, das passt irgendwie voll zu mir. Und dann guckst du die YouTube-Videos an und dann reden die genau so darüber, wie du darüber gedacht hast immer und was denn falsch mit dir ist und warum du dich so und so verhältst. Und das passt einfach zusammen. So viele gibt es, so viele Geschlechter. Alex war schon auf mehreren Christopher Street Days. Daraus hat sich eine Clique entwickelt. Und er gehört dazu. Gruppenzugehörigkeit. Das Besondere an der Clique, viele sind auf der Suche wie er. Er fühlt sich aufgehoben. Jeder ist auf der Suche, jeder Jugendliche. Auch ich bin in ganz vielen Punkten immer noch auf der Suche. Die Suche geht wahrscheinlich ein ganzes Leben lang. Wenn du natürlich niemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, wie das im Fall von Alex der Fall ist, ist das ein Problem. Dann ist das schwierig und mündet dann anschließend ziemlich sicher in so einer Identitätskrise. Auch mit seinen neuen Zweifeln. Es ist halt so, dass ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich mich jetzt verändere und wie ich sein möchte, wie ich mich fühle. Das ist einfach ein Problem noch bei mir. Was ist, wenn ich doch nicht so bin? Was ist, wenn das einfach nur irgendwie eine Phase ist? Aber weißt du, man kann da auch nicht wirklich viel machen jetzt gerade, außer halt einfach warten und gucken, wie es dann in ein paar Jahren aussieht. Also, ich habe Mitleid mit Emma, mit Alex. Ganz viel sogar. Mitte August. Für Sandra und Alex beginnt der letzte Tag ihres Zusammenlebens. Idyllisch und einsam. Morgen zieht er aus, aufs Festland. Seine Lehrzeit im Berufsbildungswerk beginnt. Von nun an wird er nur noch zu Besuch kommen. Alles, was ihm wichtig ist, nimmt er deshalb mit. Ja. Und was ist, genau, das bleibt hier. Das bleibt hier. Theoretisch kann man hier doch Bücher reintun dann. Na, da können wir ja, willst du alle Bücher mitnehmen? Nein, aber meine Warrior-Kette. Ja, da kann ich dir ja einen Karton für geben. Ich hoffe, dass ich nicht mit irgendwelchen Tränen ringen muss. Also das wäre ja jetzt bei dem Zusammenpacken ja schon schlimm. Aber ich denke, es wird dann vielleicht eher morgen oder so. Vielleicht, wenn dann alles, also hallo, ich bin die Mutter. Ich bin stark. Ja, du bist ganz offensichtlich eine sehr starke, eine taffe Frau, eine taffe Mutter, die ihr Kind allein großgezogen hat. Und das gilt es auch anzuerkennen für jeden, der nicht in einer klassischen Konstellation mit Vater, Mutter, Kind ist, wo das irgendwie funktioniert. Meistens ist das Traurige, dass man in seinem persönlichen Umfeld auch wenig bis gar keine normalen, funktionierenden Familienbilder kennt. Es ist okay, deinem Kind zu zeigen, dass du traurig darüber bist, dass es dich verlässt. Da besonders tough und hart irgendwie zu sein, weil du die taffe, alleinerziehende Mutti bist. Keine Ahnung, nee. Der Abfahrtstag. Das Wetter ist umgeschlagen. Der erste Herbststurm ist da. Sein neues Zuhause kennen sie noch gar nicht. Das Wohnheim des Berufsbildungswerks in Husum. Sechsstellig, ne? Kostet ja Spaß. Seine künftige Betreuerin zeigt ihnen das Zimmer. Immer entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn, genau. Oha. Oh, das ist ja voll groß. Durchdrehen. Hä, lol, wie geil. Da machen sie gerade jemanden. Hä, diese Bucht finde ich ja richtig cool. Mama, ich habe einen Balkon. Darf man da rauchen?
Oh, geil. Geil. Telefon ist da sogar. Ja, wie cool. Schlimmer. Ja, sie hat dieselbe Frisur und Piercing. Oh, Sandra fällt ein Stein vom Herzen. Es ist richtig so eine ganz große innere Fülle vor Freude für Alex, dass er sich hier dann auch wohlfühlt. Und das ist ja für mich vor allem auch wichtig. Wenn ich weiß, dass er sich wohlfühlt, dann ist es für mich natürlich auch einfacher und da auch loslassen zu können. Und ich glaube, wir haben ihn hier sehr gut untergebracht. Mhm. Emma, als Mädchen auf dieser Welt, hat jetzt einen Freund und geht keine weiteren Schritte in Richtung Geschlechtsangleichung. Das ist für uns alle, einschließlich für Emma, wahrscheinlich die beste Nachricht überhaupt. Jetzt mutmaßlich weiß ich natürlich nicht, ob es sich bei dem Freund ebenfalls um eine Transperson handelt. Das ist auch in bestimmten Fällen der Fall, aber aufgrund der Tatsache, dass es hier heißt, es soll keine weitere Angleichung erstmal stattfinden, können wir, ich glaube, nicht viel anderes tun, als tatsächlich für Alex, für Emma zu beten und zu hoffen, dass es in richtige Bahnen gelenkt wird. Seine Entscheidung, er ist 18 und er darf das für sich entscheiden und ich bin immer da, wenn er meint, eine Entscheidung war nicht richtig. Ist mein Kind trans? Sternchen, Fragezeichen, Beitrag. Das erste echtes Leben heißt dieses Format, wo das hier jetzt erschienen ist. Und also ich glaube, man muss nicht viel mehr dazu sagen. Und ich bin mir sicher, es ist hier besonders eindrücklich deutlich geworden, wie so etwas, ich behaupte einfach mal, in den allermeisten Fällen entsteht. Es ist ein Trend. Trans ist Trend. Und damit war es das mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ob ihr vielleicht vorher einen anderen Zeitpunkt ausgemacht hattet, zu dem dieses Umdenken stattgefunden hat, dass Emma doch als Mann irgendwie leben möchte oder vielleicht sogar als Mann schon immer gelebt hat, ja, und nur irgendwie im falschen Körper auf die Welt gekommen ist. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert den Kanal, bewertet sehr gerne das Video. Wir sehen uns hier morgen auf dem Kanal wieder. Bis dahin könnt ihr euch natürlich noch andere Beiträge von mir anschauen. Macht's gut.